Yo Leute, ich hoffe ihr seid alle bereit für einen neuen Part meines Pokémon Heart Gold Let's Plays. Im letzten Part habe ich Pyro, den Arenaleiter der Seeschauminsel, besiegt, weil seine ursprüngliche Arena auf der Zinnoberinsel, die gibt es ja leider nicht mehr, die wurde beim Vulkanusbruch vollständig zerstört und deswegen hatte er dann in den Seeschauminseln in einer der Höhlen eine neue Arena aufgebaut. Ich habe ihn trotz alledem besiegt und habe den Vulkanorden gewonnen und jetzt hat Blau gesagt, ja okay, jetzt hast du genug Orden, jetzt werde ich in meine Arena zurückkehren. Hier in Vitania City werde ich jetzt in diesem Part gegen den letzten Arenaleiter von Kanto kämpfen und mir meinen allerletzten Orden holen. Aber das wird nicht so einfach werden, wie man sich denkt, oder? Stimmt's, Tanupto? Der Geruch scheint alte Erinnerungen im Gebäck zu haben. Okay, warum auch immer? Wir waren doch noch nie hier. Egal. So, ab in die Arena. Hey du, zukünftiger Champ. Hier in der Arena ist es gefährlich. Man hat einen nie festen Boden unter den Füßen. Du packst deine Pokémon lieber weg. Der Arenaleiter von Vitania City hat vor 3 Jahren den Champ besiegt. Das wird sicher kein Zuckerschlecken. Du gibst besser alles, was du hast. Ja, das werde ich. So, und ihr seht schon, die Arena, die ist jetzt ziemlich verrückt. Alles voller Pfeile. Und ich kann natürlich nur in die eine Richtung gehen, die Pfeile zeigen. Boah, ich habe die Arena irgendwie so gehasst. Also einfach vom Aufbau hier. Ich weiß nicht, also warum kann ich nicht einfach direkt zu Blau gehen? Nein, du musst hier erstmal den Weg mal finden. Ja, ganz toll, ne? Okay, so mit dem Pfeil würde ich aber wieder hin, also erstmal den Pfeil nehmen. So. So, jetzt kommt man hier automatisch halt zum Stehen, wenn das dann aufhört. Okay, dann so. Und ja, schon habe ich die erste Trainerin hier gesehen. Na, schon mal eine so prächtige Arena gesehen? Da kenne ich aber schönere Arenen als die hier, ganz ehrlich. So, eine Herausforderung von Ass-Trainerin Valentina. Und sie hat ein Lashokin. Okidoki. Ja, hier kämpft man nur gegen Ass-Trainer. Von denen hätte ich mir auch ein bisschen stärkere Pokémon erwartet. Naja. Ist doch egal. So einfach aus, das übernimmst du. Und das macht es Bizarro-Raum. Oh, ja, das tun die irgendwie gerne. So. Lashokin hat Dimension verdreht, das heißt, jetzt sind langsame Pokémon schneller als schnelle Pokémon. Also das hat jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass die langsamen Pokémon zuerst angreifen dürfen, aber naja. So, ich könnte auch die Ampelleuchte einsetzen, aber ich glaube, ich mache lieber den Ladungsstoß. So, Surfer, oh mein Gott. So, komm, das steckst du doch weg, Ampelos, das steckst du locker weg. Ja, Ladungsstoß. Nein, knapp überlebt, aber ha, paralysiert, ätschi bätschi und nein, was macht es denn? Achso, okay, das war nur eine Sinebeere, ich dachte schon, das ist eine Beere, die Paralyse hält, aber nö. So, und weil es so cool aussieht, Ampelleuchte in your face, wollte ich gerade sagen. Ey, warum darfst du immer noch zuerst angreifen? Naja, immer noch irgendwie Zaro rum. So, aber jetzt Ampelleuchte in your face. Und das war's schon mal für Lashokin, so. Ganz wie lange wirkt er nochmal Bizarro-Raum? Ich glaube 5 Runden. So, und jetzt kommt noch ein Schlurbleck. Okay, Pokémon wechseln. Das ist ein Normal-Pokémon. Also, Machomai, du bist dran. Irgendwie kommt Machomai viel zu kurz. Das ist nicht gut. So, Schlurbleck. Wie geht? Naja, das kann garantiert Gyroball oder irgendwie so. So, aber Machomai hat selber auch nicht so eine hohe Initiative. Mal sehen, wer jetzt wirklich zuerst angreifen darf. Kreuzhieb! Okay, Schlurpleck setzt Ausfringen ein. Was mich aber wenig beeindruckt. Oh, okay, gut, das hat doch mehr getan. Egal, Kreuzhieb in your face. Voll auf die Zunge. Und reicht das? Es hat gereicht. Sehr gut. Ja, der Kreuzhieb ist halt ziemlich stark. Und ich habe gewonnen. Autsch. Ja, das kannst du laut sagen. Es gibt alle möglichen Arenen auf der Welt, aber die hier mag ich am liebsten. Ja, und ich nicht, weil ich finde das mit den Pfeilen einfach eine bescheuerte Idee. Aber naja, so, wie geht's jetzt weiter? Ich glaube, 1, 2 und... Ja, jetzt kommt der nächste Typ hier erstmal dran. Versuch dich erst einmal an mir. Na gut, wie du willst.
Eine Rüstung von Astrainer Brian und er hat ein Darm hier Plex. Na gut, gerade mal nur Level 53, den hier werde ich doch rösten. Ja, Bedrohe vermindert den Angriff, aber nicht den Spezialangriff. Also Flammenwurf! Werde ich dein Geweih verbrennen? Fängt Feuer und dann brennst du lichterloh, sogar an deinem Po. Und da lachen wir alle ganz froh. Oh. So, ich weiß, der Witz war total schlecht. Ist das weniger Witzereis? Taurus. Wechseln. Naja, manchmal ist es ein bisschen angeschlagen. Ach, wir lassen mal mit Panzer-Aeron, ey, komm, ich soll das auch mal mitkämpfen. Das habe ich bisher fast noch nie benutzt. So, Panzer-Aeron. Gegen Taurus. Ja, nur dieser Scheißendreck-Betreuer. Ich hasse diese Fähigkeit. Stahlflügel. So, Feuersturm, ach du Scheiße, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Warum kann das Feuersturm? Verdammt nochmal. Okay, aber wir haben es überlebt, so, Stahlflügel. Warum kann ein Taurus bitte so eine Attacke? What the hell? Okay, da tauschen wir jetzt wieder aus auf, doch auf Macho Man. Also, das konnte ich ja nicht wissen. Wo nimmt ein Taurus bitte denn Feuer her? Das hat doch gar keine Feuerdrüsen und schon wieder Feuersturm. Aua. Das tut weh. Aber Macho Man hat es locker weggesteckt. So, jetzt brauche ich aber kurz Hilfe. Top-Genesung. Für Macho Man. Seit wann kann ein Taurus Feuersturm? Das geht doch gar nicht. Ich hätte es eher gerechnet mit Schulperstrahl oder mit Erdbeben oder mit so einer Kacke. Aber doch nicht mit einem Feuersturm. Oder ja, mit Bodycheck hätte ich auch noch gerechnet. Aber doch nicht mit einem Feuersturm. Ernsthaft. So, aber Taurus wird auf den Rückstoß getroffen. So, und jetzt bin ich dran. Kreuzhieb, wollte ich gerade sagen. Warum dürfen wir zuerst angreifen? Manchmal, du bist einfach zu langsam. So, und jetzt Kreuzhieb. Hey, ja. So, das kommt davon, du blöder Stier. Mistvieh. Und gewonnen. Es hat mich erwischt. Oh, in der Tat, das hat es. Oh mein Gott, so, wartet mal. Beutel, Medizin. Habe ich hier hinten nicht sogar irgendwo... Ah ja, ich habe mir ein paar Hypertränke mal gekauft. Ganz vergessen. So, da brauche ich nicht meine Top-Genesung verschwenden. So, einmal für Ampharos. Dann ein weiteres Mal natürlich für Macho Mai. Panzerieren, glaube ich, ja. Ich meine, wirklich, ich konnte das nicht wissen, dass das Feuersturm kann, dieses blöde Taurus. Okay, gut, das sollte mal genügen. Okay, so, weiter geht's. Aber wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Tja, ich glaube nochmal von vorne, hä? Ich glaube, das war das überhaupt so toll? Ja, jetzt kann ich hier nochmal von vorne, aber egal, sollte mich hier so... So. Okay, So. Können wir erstmal treiben lassen. So, jetzt bin ich hier. Müssen wir vorher nachdenken. Das wie kommt man hier weiter? So, ich glaube jetzt hier hin. So, dann. So und. Na, so und so. So, dann, warte mal, wo... So, und jetzt? Wenn ich da jetzt da drunter, komme ich doch wieder nach unten. Das will ich ja nicht. Warte mal, ich glaube, ich muss dann auf den... Auf den nächsten Pfeil. Ich hasse diese Arena. Das ist ja furchtbar. Das ist doch wirklich furchtbar. Na, 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 na. So, und jetzt? Ich glaube jetzt einfach hier hin. So. Genau, und schon bin ich bei Blau. Und die anderen zwei Trottel da unten, die kann ich total ignorieren. Pech gehabt. Hey, da bist du ja. Auf der Zinnoberinsel hatte ich ein bisschen Bammel, aber inzwischen habe ich extrem Lust darauf gekriegt, gegen dich zu kämpfen. Du hast also alle Arena-Leiter in Johto zu Kleinas verarbeitet, was?
Dann müssen das ja alles ziemliche Jammerlappen sein. Aber warten wir es mal ab. Wenn wir gegeneinander kämpfen, werde ich schon sehen, ob du was drauf hast oder nur ein Schaumschläger bist. Eine Herausforderung von Leiter Blau, dem Ex-Champ der Kanto-Region. So, er hat ein Kokobei. Insgesamt hat er 6 Pokémon und vor allem hat sich auf keinen bestimmten Typen spezialisiert. Er hat ein gemischtes Team. Das macht den Kampf nochmal richtig interessant. So, aber Kokobei wird schon mal voll verkacken gegen den Flammenwurf. Das kann dagegen überhaupt nichts ausrichten. So, komm schon. Und... genau. Mein Hallo, wir sind Level 66. Wir sind einfach zu heiß. So, was hat er nun? Ein Lizeros. Alles klar. Pokémon wechseln. Lapras, das ist doch was für dich. Endlich mal ein Leiter, der 6 Pokémon im Team hat. Bei ernsthaft, Pyro hatte nur 3 Pokémon. Das war voll schlecht. So, Surfer. Spür die Welle. Gesteinboden, da machen wir vierfachen Schaden mit Wasserattacken. Also kann es das eigentlich unmöglich überleben und ich hatte recht, jawohl. So, zweites Pokémon besiegt, der konnte wieder nichts machen. Ich glaube, der hat den Hund ein bisschen zu voll genommen. So, Level 43 für Lapras, auch sehr fein. So, als nächstes ein Machamai. Hey cool, ich habe auch ein Machamai, aber ich werde jetzt nicht mit Machamai gegen Machamai kämpfen, sondern mit meinem Simsala natürlich, werde ich kontern. Ich werde doch nicht gern beigeben. So, Machamai. Was willst du tun? Selbst auf Level 56 bist du noch zu lahm. Psychokinese! Voll ins Gesicht. Und... nein! Es hat knapp überlebt und Erdbeben. Ach du Shit! Okay, das könnte es im Saal da, glaube ich, besiegen. Ich glaube, das wird sogar so sein. Doch nicht. Boah, da habe ich jetzt aber Glück gehabt. Da habe ich jetzt echt Glück gehabt. Okay, ich wette, er macht Top-Genesung. Dann werde ich aber was anderes machen. Dann werde ich jetzt Gedanken gut machen. Ja, habe ich es doch gesagt. Top-Genesung. So, ich habe deine Strategie durchschaut. Du verschwendest eine Runde für Top-Genesung. Ich nutze die Runde für Gedanken gut, um mich zu boosten. So, Spezialangriff steigt. Das heißt, diesmal wird die Psychokinese Matschmer aber umhauen. So, Psychokinese nochmal. Das ist ein Ende. Und diesmal hat es Matschmer natürlich nicht überstanden. Ich glaube, er wurde um 50% verstärkt. Super. So, als nächstes... Arcani. Alles klar. Das ist wieder ein Fall für Lapras. Theoretisch auch für Tanuta mit Erdbeben, aber ich will mal über Lapras anlassen. So, Arcani. Level 58. Ja, Bedrohung vermittelt Angriff, aber nicht den Spezialangriff. Also, ich frage mich ja persönlich, warum hatte denn Pyro kein Arcani? Das hätte super zu ihm gepasst, aber der hatte ja keines. Der hatte ein Makago, ein Magma und dann noch ein Galopp. Aber Arcani hätte ihm auch cool hingepasst, aber egal. So, Surfer und Arcani macht erstmal Flammenblitz. Ach du meine Güte. Das könnte wehtun. Aber auch nur fast. So, Rückstoß verursacht das nämlich auch so. Und jetzt Surfer. Jetzt hast du dich selber ein bisschen vorgeschwächt. Dankeschön. Das heißt, der Surfer müsste es besiegen. Bitte, bitte, bitte. Und nein! Warum hat er... warum? Oh. Ja, er macht Top-Genesung, aber dafür möchte ich gleich einen Konfu-Strahl. Ich glaube, es wäre fast besser, wenn ich Lapras irgendwann mal statt ewigem Eis das Zauberwasser zu tragen gebe. Dann werden die Wasserattacken verstärkt, aber halt dann die Eisattacken nicht mehr. Naja, Surfer. Ah, Arcani ist verwirrt und es hat sich für übrigens selber verletzt. So. Warum sollen denn immer nur die anderen Spaß haben mit Statusproblemen? Das will ich auch mal. Und Volltreffer! Yes! Absolut geil. So, was hat er jetzt noch? Ein Taubos! Na, da wechseln wir doch lieber mal aus auf Ampharos natürlich. Was denn sonst? Es wird spannend, aber nur ein bisschen. Alles klar. Boah, Level 60. Uiuiuiui. So, egal.
Einladungsstoß wird hoffentlich ausreichen. Ich hoffe es. So, Taubos macht Rückkehr. Oh mein Gott, es kehrt zurück. Gut, Ladungsstoß, Rückkehr ist eine Attacke, die verursacht mehr Schaden, wenn das Pokémon den Trainer gern hat. Also scheint Taubos seinen Trainer gar nicht so sehr zu mögen. Es hat das viel mehr Damage gemacht. So, was macht es? Was macht es? Achso, Citrobär füllt KP auf. Na dann, egal. So, nochmal Rückkehr. Ich finde, dein Name ist so dämlich. Warum heißt die Attacke Rückkehr? Es kehrt doch gar nicht zurück. So, Ladungsstoß. Kehrtwende ist eine Attacke, die ihren Namen alle Ehre macht, weil da kehrt das Pokémon wirklich zurück in den Pokéball. Und Taubos hat's erwischt. So, Leute. Das letzte Pokémon von Blau ist ein Gyarados. Na bitte, ja, da werden wir einfach was natürlich draußen lassen. Wenn du jetzt unachtsam wirst, bist du Geschichte. So, Betrüger vermindert den Angriff. Jetzt habe ich nur Angst, dass Gyarados vorher angreifen darf, aber vielleicht macht es sogar einen Drachentanz und boostet sich. Das wäre natürlich jetzt nicht schlecht, weil dann verschwendet es einen Zug. Ich riskiere es. Ladungsstoß. Und Gyarados macht Kaskade. Ich hätte es mir denken können, dass es das doch nicht tut. Und Ampharos ist im Arsch. Verdammte Scheibenkleister. Ja. Du Aloch. Na gut. Simsala, probieren wir es nochmal mit dir. Und zwar, wollte ich könnte, naja, ich kann es ja, egal, Psychokinese. Schade, Ampharos hätte es so schön mit Launenstoß besiegen können, aber nö. So, das macht schon mal ordentlich Damage. Rückkehr, warum können die alle diese komische Attacke? So, jetzt ist Simsala natürlich auch weg. Ja gut, es hat ja nicht mehr viele Lebenspunkte, egal. So, was nehmen wir nun? Abriss nochmal? Ne, das bringt nichts. Machemal, ne. Ich probiere nochmal Panzerieron. Ja, du schaffst es, Panzerieron, hoffentlich. Wäre blöd, wenn nicht. So, wie wär's mal mit dem Nachthieb? Eine Unlichtattacke. Tja, zu schwach. So, jetzt macht es den Drachentanz. Jetzt wird's richtig schlimm. So, Angriff von Gyarados steigt, Initiative von Gyarados steigt. So, das heißt, ich war derjenige von uns beiden, der unachtsam war. Das würde ich auch meinen. So, Kaskade. Müssten wir hoffentlich überleben, oder? Naja, wohl. Panzeron ist ja leider geschwächt. Puh, das war knapp. Aber Panzeron schreckt zurück. 9. Na, warte. Dann Hypertrank. So geht's ja nun nicht. Hypertrank wird eingesetzt. Der macht garantiert noch eine Top-Genesung, um Gyarados auch wieder zu heilen. Zu 99% bin ich mir da sicher. Okay, doch nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, er macht noch eine Top-Genesung. So, schon wieder Kaskade. Wann kann man denn bei Kaskade zurückschlagen? Das ist mir auch komplett neu. Naja. Okay. Stahlflügel wird, glaube ich, hier nicht so viel bringen. Schlitzer auch nicht. Machen wir einfach nochmal den Nachthieb. So, nochmal Kaskade. Und bitte nicht zurückschrecken, Panzeron. Bitte nicht zurückschrecken. Einfach angreifen. So, Nachthieb. Komm, besiege es. Los, du schaffst es. Und... ja, Volltreffer, Leute. Ich habe gewonnen. Endlich. Spiele bisschen Kleider Blau. So, also kämpft der beste Trainer, den Jota zu bieten hat. Ganz richtig. Wie ist das möglich? Wie konnte ich nur gegen jemanden wie dich verlieren? Aber damit muss ich mich abfinden. Hier, das hast du dir verdient. Das ist der Erdorden. Alex erhält den Erdorden. Mit diesem Orden kannst du nun auch die Attacke Kraxler einsetzen. Und als ob das nicht schon genug wäre, hier ist noch etwas für dich. TM92 erhalten. Darin ist Bizarro-Raum enthalten. Mit dieser Attacke kann über eine kurze Dauer das Pokémon mit der niedrigeren Initiative zuerst angreifen. Eine bizarre Attacke, was? Der Name sagt alles. Ja, endlich habe ich es geschafft, Leute. Seht es euch an. Alle 8 Orden von Kanto und somit habe ich auch links ein weiteres cooles Symbol, das das nochmal bestätigt. Sieht doch jetzt richtig geil aus. Jetzt habe ich 16 Orden. Einfach nur geil. In keinen anderen Edition als in Gold, Silber, Kristall bzw. Hardgold, Soul, Silber kann man 16 Orden haben. Das ist einfach nur endgeil. Super! Das heißt, jetzt kann ich hier raus.
wenn ich hier rauskomme. Ja, komme ich auch. So. Kriegen wir voll den Drehbund, dass der Spieler hier nicht sich übergeben muss. Naja, wäre auch ein bisschen ähnlich. So. Oh, endlich wieder am Eingang. Es ist wahr, du bist wirklich stark. Dieser Kampf hat mich emotional so mitgenommen, dass mir doch glatte Tränen gekommen sind. Tja, Memme. Pokémon-Renner von Britannia City, Leiter Blau, anerkannte Trainer Alex. Jawohl. So, und Professor Eich ruft an. Hallo, ich bin's, Professor Eich. Nein, du brauchst gar nichts zu sagen. Ich weiß am besten, wie viel du geleistet hast. Deshalb habe ich dir ein Geschenk machen wollen, aber leider habe ich völlig vergessen, es dir zu geben. Aber keine Sorge, du wirst es immer noch gut brauchen können. Komm es dir doch bitte abholen. Du findest mich in meinem Labor in Alabastia. Ja, da werden wir jetzt noch ganz schnell hinfliegen, aber erstmal will ich ins Pokémon Center. So, Blau hatte dann gegen Ende hin doch noch einen ganz guten Kampf geliefert, vor allem sein Garados hat nochmal richtig reingehauen. Aber ein Sieg ist ein Sieg. Also ist mir der Rest egal. So, Pokémon heilen, bitte ganz, ganz schnell, dann möchte ich auch den Part beenden. Wenn ich mir dann das Geschenk abgeholt habe, natürlich. Weil das brauchen wir unbedingt. So. Also dann. Panzeron. Fliegen. Alabastia. Oh, da bist du ja. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier, nimm. VM8 erhalten. Darin ist Kraxler enthalten. Wenn du diese Attacke einem Pokémon beibringst, kannst du damit all jene Felswände erklimmen, in die Trittmulden eingekerbt wurden. Damit wirst du bestimmt die eine oder andere unerwartete Entdeckung machen. Nanu, diese Orden. Ist das denn die Möglichkeit? So, das heißt, du hast dir alle Orden der Arenaletter von Kanto erkämpft? Als ob es nicht schon genug wäre, dass du der Champ von Johto bist. Ja, ich lag mit meinem ersten Eindruck von dir wirklich goldrichtig. In Ordnung, Alex. Ich werde dafür sorgen, dass man dir Zutritt zum Silberberg gewährt. Der Silberberg ist ein großes Massiv, wo es allerhand wilde Pokémon gibt. Gewöhnliche Trainer dürfen da nicht hin, weil es zu gefährlich ist. Aber bei dir sehe ich da kein Problem, Alex. Schau mal beim Eingangsportal der Pokémon-Liga vorbei. Von dort aus solltest du jetzt zum Silberberg gelangen. Ja, jetzt können wir endlich zum Silberberg und jetzt haben wir auch endlich die letzte VM bekommen, die VM Kraxler. Jetzt ist nur die Frage, wem werde ich die beibringen? Die muss ich ja irgendwem muss ich die lernen. So. VM8 Kraxler. Eine Attacke, die den Gegner eventuell verwirrt, mit ihr kann man Felswände bezwingen. Richtig, so, Typ Normal, Kategorie Physisch, Stärke 90, Genauigkeit 85, hat zum Kampf eher nicht so geeignet. Aber wenn dann natürlich zum Klettern. So, einsetzen, aber wem bringe ich die jetzt bei? Wer kann die überhaupt lernen? Kann die überhaupt lernen? Ja, Machime und Ampharos? Ampharos kann Kraxler? Lol. Nee, Machime, glaube ich, wäre da ganz gut, weil das kann mit seinen vier Armen sicher gut kraxeln. Aber was würdest du dafür verlernen? Was würde ich dich vergessen lassen? Es kann ja eh schon zwei VMs, nämlich die Stärke und den Zertrümmerer. Ja gut, den Kreuzzug werden wir lassen. Dann werde ich die Vergeltung wegmachen. So, es geht nicht anders. 1, 2 und schwupp. Machime hat Vergeltung vergessen und Machime lernt Kraxler. Ist halt so. Gut, jetzt können wir natürlich überall hin, wo wir diese komischen Trittmulden in den Felswänden gesehen haben. Da konnten wir bislang noch nicht hin. Jetzt aber schon und zum Silberberg werde ich aber auch noch nicht im nächsten Part gehen. Das hat noch ein bisschen Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht sogar mal wieder nach Johto zurückkehren soll mit dem Magnetzug, weil ihr wisst ja, dass ich ja jetzt auch den Silberflügel besitze und damit können wir bei den Strudelinseln Lugia fangen. Das möchte ich eigentlich gerne machen. Das heißt, ich möchte, ja, ich muss es sogar machen. Es ist einfach meine Berufung. Ich muss hier alle legendären Pokémon fangen, die es gibt. Das will ich einfach tun. Also, vielleicht, ja, das werde ich dann ganz spontan entscheiden, aber ich glaube, es wird wirklich so sein, im nächsten Part geht's mal wieder zurück nach Johto, um Lugia zu fangen und dann geht's wieder zurück nach Kanto und auch hier gibt's noch ein paar weitere legendäre Pokémon. Wir dürfen ja auch Latias nicht vergessen, aber das hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich sage jetzt erstmal danke, das war's mit Pokémon Hard Gold für heute und im nächsten Part
kehren wir nach Johto zurück, zumindest für eine ganz kurze Weile. Also bis zum nächsten Mal bei Pokémon HeartGold. Macht's gut, Leute, und tschüss!